Wir sind von der zweiten Mannwache. Ich habe hier alles erledigt und gehe jetzt wieder. Ja, laut der Überschrift habt ihr mitbekommen, ganz, ganz wichtig, wenn jetzt jemand was von euch gesehen hat, der zufällig hier sich herumgetrieben hat oder weiß oder vermutet, wer das war mit dem Brand, weil es hätten auch Menschen sterben können. Derjenige, der das gemacht hat, hat auch Mord in Kauf genommen. Ja, dass da ein Mensch mit drauf geht. Ob durch Rauchvergiftung oder durch die Flammen. So, wir recherchieren gerade, ich recherchiere mit. Ganz, ganz wichtig, ihr könnt euch melden, aber bitte ernst gemeinte Meldungen, falls ihr denkt, ihr könntet wissen, wer das war. Oder falls ihr denkt, ihr wisst, wer das war. Oder ihr vermutet, ja, wohin der Weg führen könnte, dann bitte alle an mich per Instagram. Ganz, ganz wichtig, schreibt mir privat auf Instagram. Mein Link ist unten in der Infobox und in den Kommentaren verlinkt, angepinnt. Ja, kaum zu übersehen. Und ja, das ist die zweite Mahnwache jetzt hier. Sehen wir an der Ecke. Die wird jetzt auch immer größer, meiner Meinung nach. Da laufen wir jetzt einfach so flüchtig vorbei. Aber das Wichtigste ist wirklich wegen dem Feuer, wegen der Brandstiftung. Ja, der Brandanschlag gegen Martin. Das ist das Wichtigste. Wir wollen da eher herausfinden, etwas näher recherchieren, was da passiert ist und warum das gemacht worden ist. Wir haben Entwarnung, das waren keine Leute von der Antifa. Also Antifa war das schon mal nicht. Ja, falls wieder von vornherein irgendwie gleich Leute abstempeln, wollen wir auch nicht. Ich stehe auch mit meinem Namen hier und sage es, die Antifa war es nicht. So, das ist hier die zweite Mahnwache vom Weiten. Und ja, die wird auch immer größer, finde ich. Aber ja, so ist das eben hier. Mir geht es aber hier um den Brand. Um den Brand. Und dafür, was auf der ersten Mahnwache sozusagen passiert ist. Also wir recherchieren. Es ist uns klar, dass wir jetzt nicht... Es gibt Kameras hier. Sorry, Voice Crack. Es gibt Kameras hier. Auch hier auf der Straße 17. Juni. Aber uns ist es klar, dass wir das Material nicht erhalten werden. Ja. Aber vielleicht kennt ja jemanden, der hier unterwegs war und weiß, wer das Ganze hier veranstaltet hat. Vielleicht habt ihr ja Informationen. Jetzt haben wir hier die Polizei, nee, ist nicht die Polizei, Friedensfahrzeug steht drauf. Wir müssen uns beeilen, dass wir nicht überfahren werden. Auch interessant. Polizei. Okay. Naja. Das ist keine Polizei. Also, die zweite Mahnwache an der Seite. Ja. Wichtig ist, dass wir herausfinden und gleich auch eine Anzeige stellen können, eine Strafanzeige vor allem, gegen versuchte Körperverletzung oder versuchten Mord kann man ja gleich immer stellen, weil das, was hier passiert ist auf der ersten Mahnwache, geht nicht. Die von der ersten Mahnwache hatten jetzt auch mal eine Vermutung gehabt, dass es irgendwo aus der zweiten Mahnwache sein könnte, aber das wurde dann auch wieder... Die Vermutung wurde dann wieder vom Tisch geräumt. Die waren es auch nicht. Ja. Antifa war es nicht. Und die Menschen hier, die Leute von der zweiten Mahnwache, waren es auch nicht. Ausgeschlossen. Komplett ausgeschlossen. Unmöglich. So, weil wir stehen hier, die stehen ja hier zusammen sozusagen für dieselbe Sache auf dem Sorfenmotto. Aber das mit der Brandstiftung, dachte ich mir, spreche ich hier nochmal an und werde das auch nicht so einfach loslassen. Vielleicht finden wir, mit ein bisschen Glück, finden wir den Verantwortlichen oder die Verantwortliche. Wer weiß. Also sowas, was hier passiert ist, macht man nicht. Ja. Strafanzeige sofort gegen diese Person. Und die Schäden
vor Ort sollte er dann auch tragen, er oder sie, wer auch immer das war. Und ja, das sind so viel zu der Information von der ersten Mahnwache heute auf der Straße, 17. Juni. Ich werde euch natürlich immer updaten auf diesem Kanal, auf meinem zweiten Kanal. Ich werde überall die Videos hochladen. Schaut sie euch an. Falls es noch Leute gibt, die dann jetzt doch auf meinem Zweitkanal gegangen sind und hier deabonniert haben, macht nichts. Schaut euch das auf meinem Zweitkanal an. Also ich werde hin und wieder mal alle Videos hier bringen. Politische Videos bleiben weiterhin. Das ist ja eine gute Sache hier auch. Und werde zwischendurch hier auf diesem Hauptkanal auch andere Sachen bringen wie Demos und Orte. Ja, zum Beispiel Brennpunkte wie Neukölln und Co. Ab und zu mal auch mit den Videos sozusagen jonglieren, balancieren, ausbalancieren, damit das nicht nur Mahnwache ist hier. Weil mein Kanal handelt sich nicht nur um Mahnwachen, sondern auch um andere Geschehnisse und Ereignisse in Berlin. Ich mache ja täglich Berliner Content und zeige euch, was hier so in Berlin los ist, damit ihr auch Bescheid wisst. So langsam kommt auch der Frühling auf uns zu. So langsam blüht hier auch alles auf. Wir sind jetzt hier direkt vom Brandenburger Tor. Soll kein langes Video werden. Ja, Demonstrationen gibt es hin und wieder mal. Die werde ich euch auch nochmal zeigen. Ich glaube, heute gibt es noch eine Demonstration gegen den Ukraine-Konflikt. Ich weiß jetzt aber nicht, wo das genau war. Muss ich nochmal nachlesen auf jeden Fall. Jetzt gehen wir erstmal ganz kurz durch die Brandenburger Tore. Ich setze mich in die U-Bahn und dann war es das auch schon. Ganz, ganz wichtig nochmal zu diesem Parasiten, wer auch immer das war, wer auch immer das angebrannt hat, den Brand gelegt hat, sozusagen, was auch immer da geschehen ist, warum man auch sowas macht, derjenige kriegt auf jeden Fall eine Anzeige. Und wie gesagt, wir haben auch schon wieder eine neue Vermutung. Wir sind aber nicht entschlossen, wissen nicht, ob es diese Person war. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zugucken. Ich halte euch geupdatet. Jeden Tag neue Updates von der Ecke hier. Ja, mein Name ist J6. Danke euch weiterhin, dass ihr zuschaut. Von den Videos habe ich übrigens nichts. Ihr unterstützt und ich unterstütze, indem ich das hier zeige. Okay? Seitdem ich politisch bin, wurde mir der Geldfluss sozusagen entnommen. Danke euch fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video. Peace. Friede der Welt. Ich wünsche Frieden auf der ganzen Welt. Und Konflikte müsste man meiden. 12. Februar 2024. 16 Uhr. 17 Uhr knapp. Grüße gehen raus. Brandenburger Tor.